Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute haben wir wieder einen Teamgeist und das Thema ist Valentinstagsidee. Und meine Idee habt ihr schon gesehen, die verlinke ich euch jetzt mal hier oben. Die ist so ein kleines Goodie zum Hinstellen für seinen lieben Schatz oder natürlich auch, wenn man zum Beispiel eine Hochzeit hat oder eine andere Feierlichkeit, dass man das als kleines Tischgoodie hinstellt. Ich zeige euch das jetzt mal. Und zwar kriegt man da so eine Schoki unter oder auch kleine Gummibärchen oder sowas. Und ich habe mir hier so ein kleines Herz gebaut. So ein bisschen im Vintage-Style tatsächlich. Aber das kann man halt einfach auch super als Valentinstagsidee auf den Tisch stellen oder eben aufs Nachttischkästchen oder wie auch immer. Genau. Und das war meine Idee dazu. Und jetzt zeige ich euch die tollen Ideen von meinen Teamies. Und starten tue ich jetzt einfach mal hier auf dieser Seite von der lieben Heike. Und zwar hat die Heike zwei Karten gemacht, mit passendem Umschlag, ganz süß. Und zwar einmal diese schöne Karte, also auch mit den Stanzen gearbeitet, so wie ich. Und hier im Hintergrund mit Pergamentzweigen, das finde ich immer sehr, sehr schön, ganz edel. Auch mal ganz cool, dass es schwarz-weiß gelassen wurde und trotzdem mit diesen pinken oder mit Wassermelone, denke ich, ist das einfach so noch so einen richtigen Farbakzent und so einen schönen Rahmen gesetzt hat. Also das versuche mal, dass nur diese Karte im Vordergrund steht. So. Genau, also ich finde, es sieht total schön aus. Und hier vorne hat sie noch auf schwarz embossed. Du bist das Wunder in Wunderbar. Das ist einfach so eine schöne Schrift, auch so ein schöner Stempel. Und ich finde es auch cool, dass sie das so abgesetzt hat mit diesen drei unterschiedlich großen Designerpapieren. Also das ist eine ganz tolle Idee, um auch mal schwarz-weißes Designerpapier zu verwenden. Das ist für mich immer ein bisschen schwierig. Ich benutze das eigentlich fast nie, weil ich das irgendwie immer schlecht unterkriege. Und das finde ich hier so richtig schön gelöst. Mit dem Rahmen außenrum so ein bisschen Powerfarbe noch dabei. Also die gefällt mir total gut, die Karte. Innen auch noch ein kleines Herzchen drinnen. Und hier findet er die Heike. Ich glaube, ich kriege in der zweiten Karte auch noch mehr dazu. Da ist, glaube ich, noch so ein Kärtchen drin. Genau, hier. Handgefertigt von Heike. Stempelloft aus Rothenburg. Genau. Und die zweite Karte ist eben ähnlich gemacht. Hier nochmal mit Herzchen drauf. Also auch wieder so richtig schöne Rahmen geschaffen, finde ich, mit diesem knalligen Grün im Hintergrund. Auch wieder schwarz-weißes Papier und diesmal auch buntes verarbeitet. Und die Rahmen auch unterschiedlich groß geschnitten. Ich finde, das ist eine ganz coole Idee. Und schaut mal, wenn ich jetzt nur die Karte reinhalte, die ist schon echt toll, oder? Die fetzt schon irgendwie richtig. Genau, dann wieder mit den Herzen. Hier auch eine ganz witzige Idee. Das zweite Herz hat sie quasi einfach als, das ist einfach ein Randherz sozusagen. Also wenn man natürlich aus dem ganzen Herz noch das kleine ausstanzt, hat man hier nochmal eine Umrandung. Finde ich eine super Idee, das ist ganz cool. Und auch hier nochmal embossed. Du bist ein Schatz. Und hier im Hintergrund. Ich hoffe, ihr seht das in der Kamera auch nochmal so ein kleines Zweiglein aus Pergamentpapier. Ich finde, es wirkt richtig cool, dieses Designerpapier. Das gefällt mir echt super gut. Sehr schöne Karten. Und hier habt ihr noch, oh, wie muss ich es halten, so die Materialliste von der Heike. Also wirklich super schöne Ideen, finde ich ganz toll. Und ich finde dieses Rahmenschaffen mit der knalligen Farbe echt total cool. Und das finde ich auch eine ganz super Idee mit diesem Herz. Vielen, vielen Dank, liebe Heike. Ganz cool. Die nächste Karte ist von der Petra. Also es kommen gleich zwei Petras. Die erste Karte von der einen Petra. Schau mal. Und zwar auch zum Tag der Liebe. Also wirklich perfektes Kuvert dazu. Und dann hier vorne mit einem kleinen Täubchen, mit vielen Herzen im Hintergrund. Hier der Hintergrund ist geprägt, auch mit so kleinen Noten. Von Herzen danke. Und dann hier auch nochmal die ausgestanzten Herzchen mit den Stickmustern drüber. Und dann noch dieses funkelnde Band dazu, das finde ich auch total schön. Also auch eine ganz tolle Karte. Innen auch noch ein bisschen Herzen rein, das macht sich auch total gut. Das schaut auch fast so aus, wie wenn es gestanzt wäre, aber es ist nochmal draufgeklebt. Aber man könnte es auch ausstanzen, das wäre auch witzig. Also finde ich auch eine ganz, ganz wunderschöne Farbe.
sogar mit Rosa und Rot, da bin ich immer ein bisschen schwierig, aber das finde ich hier total schön. Und mit diesem seidigen hier noch, mit diesem seidigen Papier, also das ist auch sehr elegant. Und was auch ganz witzig ist, ich gucke gerade, was das ist. Dieser weiße Rahmen, das ist nicht so ein typischer gerader Rahmen, wie wir den immer so kennen oder wie ich den auch ständig mache zum Beispiel oder viele, sondern das ist, glaube ich, entweder eine passende Stanzform oder sogar irgendein Rest. Das ist natürlich eine coole Idee, wenn man so eine große Stanze hätte, wo eigentlich ein Restpapier wäre, mit so einer großen Stanzung und das dann dahin macht. Also es sieht sehr schön aus, deswegen glaube ich nicht, dass es das irgendein Rest ist, sondern ich glaube, das ist schon so eine Stanzform, aber ich finde das witzig, dass das mal nicht so gerade ist. Also mal ein bisschen was anderes. Gefällt mir sehr, sehr gut. Vielen Dank, Petra. Also vielen Dank, Petra, finde ich sehr schön. Dankeschön. Die nächste Idee ist von meiner zweiten Petra. Haben wir auch hier wieder ein schönes Kuvert. Ups, das ist ein bisschen eingerissen mit dem Herzchen drauf. Ein kleiner Gruß für mich ist auch süß, oder? Und dann haben wir hier auch ein wunderschönes Herz, finde ich. Also das gefällt mir auch sehr gut. Das ist aus dem neuen Mini-Katalog, wenn ich keinen Quatsch erzähle. Ich zeige euch erstmal die Materialliste. Wie heißt es? Löwenherz heißt es, genau. Hier innen auch mal die Stempel noch reingestempelt. Das finde ich auch cool. Das kann man auch komplett anders verwenden, dass man gar nicht unbedingt erkennt, dass das ein Herz ist. Das finde ich auch witzig gemacht. Und hier vorne eben dieses Herz. Und dazu dieses Tintenkunstpapier, das so schön mit Gold glitzert. Zusammen ist alles schöner mit einem schönen Etikett. Und dann hinten noch ein Band. Finde ich auch eine wunderschöne Karte. Und mit diesen Goldakzenten, das macht sich einfach total gut. Gell? Da kann man auch nicht aufhören zum Wackeln. Also, finde ich auch eine ganz, ganz tolle Karte. Und ich finde es auch schön, dass man das Herz eben zum einen bestempeln kann und dann natürlich noch ein bisschen kolorieren kann. Sie hat hier noch ein bisschen Glitzer drauf gemacht. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Bisschen Wink auf Stella, ganz zart. Und doch, finde ich, ist eine ganz, ganz tolle Karte. Und auch für jeden, der gerne rosa mag, einfach nur perfekt. Wirklich schön. Vielen, vielen Dank, Petra. Und dann haben wir noch eine ganz tolle Karte von der lieben Vanessa. Eine Front-Flip-Card. Ich bin gespannt. Einmal natürlich mit schönem Kuvert. Und jetzt wahrscheinlich muss ich wieder gucken. Ah, sehr gut. Und zwar kann man die hier einfach so hoch machen. Das finde ich auch schön, den Spruchgutschein für gemeinsame Zeit. Hier im Hintergrund noch diese bestickten Herzen. Das ist ja auch wunderschön. Und dann hier vorne ist so eine kleine Klappe. Das ist mal eine richtig coole Kartenform. Ganz einfach. Also ganz einfach zum Basteln. Man kann es auch super hinstellen. Man könnte hier vorne auch ganz gut ein Foto aufkleben. Für so eine Karte, wenn man Karte mit Foto sucht, suche ich oft. Und das wäre eine super Idee dafür. Die Farbkombination gefällt mir sehr, sehr gut. Ich mag dieses Blütenrosa einfach so gern. Und im Hintergrund hier die neue Zweigstanze, die finde ich auch mega gut. Die gefällt mir richtig gut. Mit Pergament und mit Weiß. Noch ein kleines Schleifchen. Hier auch nochmal hinterlegt. Könnt ihr das erkennen? Ich versuche das ganz nah zum Halten. Das ist nämlich im Pergament auch nochmal gestitcht und dann hier nochmal gestitcht. Und dieser schöne Spruch und ein kleiner Schmetterling. Also finde ich eine super, super schöne Karte. Ganz toll wirklich zum Hinstellen und eigentlich ganz einfach gemacht. Also, das finde ich eine ganz, ganz tolle Idee als Kartenform und einfach auch mit diesen, ja, mit diesen hier geprägt und so. Das finde ich richtig schön. Vielleicht kann man hier sogar noch, wenn man das nur an der Seite aufkleben würde, könnte man hier sogar noch so Text reinmachen und könnte dann da noch so kleine Text rausschauen lassen, wenn man das möchte. Gutschein für gemeinsame Zeit. Wunderschön. Finde ich total toll, die Karte. Vielen, vielen Dank, liebe Vanessa. Hier ist noch. Ich musste mal gucken, dass ich dann doch nicht zu nah bin, dass ihr das gerade lesen könnt. Die Materialliste und ich finde es echt total klasse. Gefällt mir richtig gut. Und diese Herzen, gibt es denn die Herzen? Prägeform gepunktete Herzen. Die muss ich mir noch mal anschauen. Ja, ihr Lieben. Thank you.
Das war's schon heute. Ich habe heute ein bisschen weniger Karten als sonst. Ich denke, es liegt daran, dass es ein bisschen ein schwieriger Zeitpunkt war, zum zwischen Weihnachten und Neujahr noch eine Karte basteln und schicken. Aber ich finde es auch schön, wenn man mal ein paar weniger Karten hat. Dann kriege ich die nämlich hier alle ins Bild. So, meine Idee auch noch. Und ich hoffe, ich habe keine Karte vergessen. Manche kommen vielleicht ein bisschen knapp an. Ich habe jetzt extra noch gewartet, aber ich hoffe, es sind jetzt alle da. Und ich finde, das sind wirklich ganz tolle Ideen und auch mal was ganz anderes. Und ja, wie immer einfach eine tolle, tolle Sache, finde ich, so ein Teamgeist, weil jeder das immer anders umsetzt und das ist einfach schön. Ich sage vielen, vielen Dank für meine Mädels fürs Mitmachen und euch zum Zuschauen und wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben oder uns besser gesagt, das sind ja eigentlich für meine Teamies, einen Daumen hoch geben. Und genau, wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann könnt ihr den Kanal gerne abonnieren. Drückt dabei auf die Glocke, dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich freue mich auf euch, bis zum nächsten Mal und sage, kreativiert was Neues. Tschüss!